dum, 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 dum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Candle. Wir haben die Vogelmutter dazu gekriegt, ihr Vogelfutter zu fressen. Mein Freund Mr. Nord hat mich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich wieder meine dunkle Stelle übersehen habe im Poolraum. Also, da muss irgendwo unten noch eine dunkle Stelle gewesen sein, die ich vollkommen übersehen habe. Okay, hier müsste irgendwas liegen. Kann ich meine Kerze da anzünden? Oh, muss ich jetzt so rum hier noch was holen? Müsste irgendwas liegen. Also wurde mir gesagt, weil das jetzt sehr dunkel da in der Ecke ist und ich sowas immer nicht sehe. An meinen Fröschen kann ich aber die Kerze anzünden. Ah, da! Ein Bündel Zweige. Ah, wir können mit den... die Vogelmutter mit den Zweigen vielleicht irgendwie ablenken oder sowas. Oh. Müssen aber erstmal den Winter ausmachen. Nein, nein, ich wollte nicht wieder zurück. Dann müssen wir hoch die Steuerung betätigen. Ah, so, okay. Ah, oh, scheiße. Müssen wir es wieder so drehen, dass... Nein, nein, nein! Nein. Dann müssen wir was hast du denn mit unten machen? Oh Leute, wir können es anzünden. Geil. Muss das mittlere wohl das Steinei sagen, würde ich sagen. Hallo, Vögelchen. Ich will dir kein Ei klauen.
Ich will dir dein Ei wiedergeben. So, da hast du dein Ei. Kriege ich jetzt mein... Kannst du jetzt meine Scheibe machen? Ich muss mal ganz kurz... gucken. Da kommt unsere Metallita. Ist okay. Patata Chumpa. So, denke ich... Dann mach die mir zurecht. Dann kann ich gleich oben rein da. Jetzt muss ich die Nuss irgendwie knacken. Ich hoffe, da ist irgendwas drin, damit ich die Nuss knacken kann. Damit ich dem Fetten da seine Seife geben kann. Alter, was ist denn mit dem? Ha, jetzt funktioniert es. Scheiße. Ja, das bringt mir jetzt aber nicht viel. Ich muss ja irgendwie noch die Nuss knacken. Vielleicht kann der Schamane für mich die Nuss knacken, habe ich dir ja schon mal gefragt. Herr, könnt ihr nicht für mich die Nuss knacken? Ja, na. So, besser als der Koma. Ist okay. Patata Chumpa. Ja, Moment, ich guck kurz. Ja, das ist doch... Ah, oh, mein Gott. Wir sollen die Nuss in das Nest der Mutter legen, wenn sie gerade nicht guckt. Das haben wir doch eben aber versucht und es ging eben nicht. Oh, jetzt geht das, oder was? Sie hat sie gefressen. Haben sie getötet? Nee. So, jetzt haben wir das, was da drin ist. Das Essbare. Für Le Chamane. Le komische Kauz. Das holen wir uns. Le komische Kauz gibt uns den dafür im Ausdruck. Das ist, glaube ich, ein ganz schön schlechter Deal, diese seltene Nuss gegen ein Stück Seife zu tauschen. Aber wir brauchen ja diesen... Okay... Lösseife. Wir speichern. Jetzt können wir dem die Lösseife geben. Oh lol. Ja. Fettes Brathähnchen. Freu dich mal. Alter, da gibt's ein Erdbeben. Willst du mich fressen? Ich hab Angst. Oh. Boom. Alter. Das schwabbelt aber auch alles, ne? Das nehmen wir mal an uns. Jetzt gehen wir, hüpfen da rein. Das nehmen wir auch an uns und damit schlagen wir jetzt an diese da oben ran. Ich weiß zwar nicht, wofür es gut ist, da oben ranzuschlagen, aber ich will das unbedingt schon machen. Vielleicht fliegt Le Vogel dann weg. He wouldn't be able to strike the gong until the offering was ready. Hä? He wouldn't be able to strike the gong until the offering was ready. Da kann ich die... Aber... Aber die Opfergaben sind doch bereit.
Ich hab doch Opfergaben. Geht's dir gut, Typ? Hä? Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Warte. Ah, wir sollen hier die Juwelen in die Bodenplattform einlassen. Und dann an der Dingsbimmel. Ach ja, stimmt, hier konnten wir auch was ablegen. Und jetzt können wir da dran bimmeln. Ich hoffe, uns klaut niemand unsere Juwelen. Die haben wir uns mühsam verdient mit dem Schwabbelkopf. Aber mühsam verdient. Ich habe so das leichte Gefühl, dass wir hier bald fertig sind mit dem Let's Play. Das macht mich irgendwie traurig. Kann ich denen die Kapuzen klauen? Ich mag die Farbe. Juwel, geil. Juhu. Juhu. Juwel, geil. Kann ich den, bitte lass mich den im Wasser schubsen können. Ah, lol, der nennt das mal ein geiles Bad. Ist meine Kerze aus? Ja, meine Kerze ist aus. Nein, ich will da längs. Ich will den Umhang. Alter, ich sehe ja genau aus wie der. Geil. Jetzt kann ich da wieder rein. Sein Stab. Ich brauche doch nur seinen Stab. Dynamit. 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 Kukri. Kukri. Geil. Kukri. Wir sind der Tanzverein. Choco. 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 Wir sind ein Tanzverein, Leute. Der Tanzverein der Killerbrathähnchen. Dimi. Choco. Dimi. Choco. Kukri. Dimi. Kukri. Demib. Choco. Choco. Kukri. Kukri. Demib. Wir sind hier eine Boyband. Choco. Eine Boyband, Boyband, ja. Wir sind die Backstreet Boys. Kukri. 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 Choco. Dimit. Choco. Kukri. Kukri. Choco. Dimit. Kukri. Dimit. Kukri. Kukri. Dimit. Kukri. Wohohoho. Lol. Wow, wow. Juhu. Backstreet Boys are back.
Backstreet Boys, das schreibe ich mir auf. Der Beat ist geil. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Das erinnert mich an The Legend of Zelda. Erstmal speichern wir hier. Was passiert da? Oh. Okay. Da ist auf jeden Fall mal unser Schamanfreund. Nein? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Teku found him. The huge creature, Tezca, towered over him on a great throne. Peals of laughter echoed throughout the temple. He appeared to have lost his mind. It was terrifying. Das glaube ich dir, Teku, dass das furchteinflößend war. There was a small hole. Aufspar. It seemed that a sphere of the right size might fit there. Teku remembered having seen one somewhere. Scheiße, ich hab ja. Scheiße, die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Verdammte Müll. Müll, ey. Die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Oh, fuck. Ja. Wo habe ich die Kugel schon mal gesehen, ey? Genau, hua. Ersatz mit X, das war wohl nichts. Diese Kugel, ey, hab ich das schon mal gesehen. Ich bin doch nicht blöd. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Verdammte Mist.
Au! Nein, ich wollte irgendwie irgendwas anderes, aber nicht das machen. Aber ich... Oh, ich krieg langsam ein zu viel. Wir wissen, dass der uns nichts tut. Nicht für die satanistischen Krähenchen, die einfach auf dich zurennen. Ich könnte da irgendwas, diese Kiste da auf dir rausschmelzen, aber da bräuchte ich irgendwas so. Das spreche ich jetzt wieder. Will nur mal versuchen. Ich unten in das, ob das, das ist ja ein Loch und ich weiß nicht, ob ich da rein kann. Kleinen Moment, einen kleinen Cut hier. So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Aber, da ist ein Stock. Aber, das war gerade was Wichtiges. Oh, nee, die fangen die satanistischen Brathähnchen. Was sind das denn für Arschköpfe? Das ist ja voll unfair. Obwohl ich die nicht gerade sonderlich mag, aber das finde ich Teku was surprised to see that the Watchers had also been taken prisoner. Something very strange was happening. Ich glaube, ich muss in die Vase da rein. Dann kann ich mir auch gleich den Stock holen. Dann los! Ich mache das mal hoffentlich wieder auf. Rein in die Vase. Dann kann ich oben auf jeden Fall die Kiste runterholen und die davor tun. Die fällt dann ja darunter. Kann ich den einsperren? Darf ich den einsperren? Schade. Kann ich den irgendwie da reinschubsen? Autsch! Ich habe gedacht, ich kann den vielleicht irgendwie reinschubsen oder sowas. Aber jetzt habe ich den Stock noch nicht, so ein Scheiß. Los, geh weg da. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Entschuldigung, ich mag den Bass nur. Dann gucke ich mal auf die Uhr, wie spät es ist. Ach, das geht ja noch. Ich glaube, ich muss hier noch irgendwas machen. Nein, ich gehe schneller wieder rein. Dann kann der nochmal wieder zurückgehen. Ich komme da raus und da oben hoch. Und hab den Stock. Dim, 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 dim. Da ist auch irgendein Ding mit einer Pfeife, so ein Teku-Ding. Ich glaube, dass der auch geopfert werden soll. Ja, geil, so, das habe ich. Dann gehe ich jetzt hier hoch und hole mir da die Kiste. Erstmal speichern wir, dann haben wir jetzt den Stock. Und ich denke mal, dass wir das mit dem Stock eh in der nächsten Folge machen, denn es ist wieder soweit. Ich muss mich leider von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt flauschig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.